Ja, moin, ihr Lieben. Heute soll es mal um ein ziemlich nützliches Tool gehen, welches Insta360 anbietet. Ein nützliches, ja, weiß gar nicht, ob da der Begriff Gadget eigentlich noch so schön passt. Es geht um den Insta360 Power Selfie Stick. Und warum das mehr ist als ein Selfie Stick und auf was ihr beim Kauf vielleicht achten müsst, was ich also für jetzt eigentlich im Nachhinein für eine lustige Geschichte miterlebt habe, das möchte ich euch in diesem Video gerne erzählen. Und damit, ihr Lieben, nochmal herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es heute um den Insta360 Power Selfie Stick gehen soll. Info vorab, ich blende zwar Werbung ein, habe ihn mir aber selbst gekauft und bis nach dem Kauf auch keinen Kontakt diesbezüglich zu Insta360 gehabt. Der kam dann allerdings noch, aber die Geschichte erzähle ich euch gerne in diesem Video. Der Stick, der ist jetzt nicht ganz neu, der ist jetzt schon ein paar Tage auf dem Markt, drücken wir es mal so aus. Und letztendlich, was macht man damit? Klar, das Ding ist nicht nur ein Selfie-Stick, beziehungsweise ich würde es fast eher schon wirklich kleines Stativ nennen, weil Selfie-Stick wird dem einfach nicht so wirklich gerecht. Das kann man hier schon ordentlich lang ausziehen. Und integriert in diese Geschichte ist eine Powerbank. Und das richtet sich natürlich in erster Linie mal an die Leute, die eine 360-Grad-Kamera haben, wie die Insta360 One X2, wie ich sie besitze, oder auch die Insta360 One X3. Die kann man hier nämlich entsprechend draufsetzen und man muss sie nicht mühsam draufschrauben, finde ich auch ganz toll, sondern kann die Feststellschraube von unten mit diesem Rädchen hier drehen und kann dann entsprechend mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Das ist relativ wichtig, dass man das mitgelieferte USB-Kabel nimmt, weil genau das hat nämlich die richtige Länge, um es dann in, wie gesagt, jeweils die Insta360, zum Beispiel One X3 oder One X2 einzusetzen. Und dann ist dieses Kabel, weil es eben wirklich genau die richtige Länge hat, perfekt in der Stitching-Linie von der 360-Grad-Kamera. Und man muss keine Angst haben, dass das später im Video zu sehen ist. Finde ich ehrlich gesagt eine schöne Sache. Noch dazu kann man damit natürlich im Notfall unterwegs auch sein Handy laden, weil es ist ja dann doch halt eine Powerbank. Und ich benutze es sogar auch für zum Beispiel eine Actioncam, wenn ich sie draufsetze und dort dann irgendwie weiß, ich brauche ein bisschen mehr Akkuladung. Wie zum Beispiel die Action 3 von DJI. Auch das funktioniert natürlich mit der Ladung perfekt. Jetzt habe ich mich mit diesem Selfie-Stick, ja, ich habe da schon eine ganze Weile damit gehadert, ob ich ihn mir kaufen soll oder nicht. Ich nenne jetzt hier im Video ehrlich gesagt bewusst keinen Preis, weil je nach Shop und je nach Anbieter variieren die Preise natürlich ein bisschen. Ich verlinke das aber alles in der Videobeschreibung. Im Übrigen, diesen Akku-Selfie-Stick habe ich natürlich auch in meinem Amazon-Store verlinkt. Und wie mein ganzes übriges ja, Equipment auch. Und da könnt ihr gerne mal schauen. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann, ja, wenn ihr bei Amazon etwas bestellen wollt, dann macht das gerne über meinen Link. Und ganz wichtig, ihr müsst nichts aus meinem Amazon-Store bestellen. Also selbst wenn ihr einfach so etwas bei Amazon bestellen wollt, was gar nichts mit dem Kram zu tun hat, den ich euch da verlinkt habe, oder nicht mal mit der Fotografie, einfach Amazon über meinen Link aufrufen und dann bekomme ich, egal was ihr kauft, ein paar Cent Provision. Das ist alles nicht so wahnsinnig üppig bei Amazon, aber steter Tropfen höhlt den Stein, wie es ja so schön heißt. Und damit könnt ihr den Kanal unterstützen, ohne dass ihr wirklich viel mehr dafür machen müsst und ohne dass es euch in irgendeiner Art und Weise mehr kostet, denn eure Produkte werden dadurch nicht teurer. So, jetzt habe ich also etwas länger mit der Anschaffung von diesem Akku-Selfie-Stick gehadert, weil zugegeben, ganz günstig ist er nicht, egal bei welchem Anbieter ihr den kauft. Und da muss man eben schon den Mehrwert sehen. Und der Mehrwert liegt im Prinzip einfach darin,
dass ihr euch zum Beispiel für die One X 2, für die kann ich jetzt halt in erster Linie sprechen, aber wir können das auch auf die One X 3 zum Beispiel münzen, einen zusätzlichen Akku spart. Der würde natürlich auch Geld kosten. Und der Originalkram von Insta360, er hat nun mal seinen Preis, er ist nun mal nicht ganz, ganz günstig. Und wenn wir ehrlich sind, den zusätzlichen Akku, den braucht es so eigentlich nicht, weil man mit diesem Teil hier den Akku mindestens einmal komplett aufgeladen bekommt. Ich behaupte sogar, es ist ein bisschen mehr. Das heißt also, mindestens mal einen Akku kann man sich damit sparen und hat darüber hinaus natürlich durch diesen Stick noch den Mehrwert, ja auch andere Geräte damit laden zu können. Also ich muss es ja nicht mal mit einer 360-Grad-Kamera, egal welcher Bezeichnung jetzt auch immer, benutzen. Das heißt, selbst wenn ihr keine 360-Grad-Kamera habt, wenn ihr zum Beispiel mit einer anderen Action-Kamera unterwegs seid, wenn ihr mit einer GoPro unterwegs seid oder, auch dort kann man sich natürlich gegebenenfalls einen zusätzlichen Akku sparen, weil das Ding hier ist halt eine mobile Powerbank. Und wie gesagt, ich würde es nicht nur Selfie-Stick nennen, das ist schon wirklich ein Power-Stativ. Und kommt natürlich immer darauf an, wie ihr eure Kameras benutzt. Das ist natürlich ganz klar. Ich meine, klassische GoPro, die man da jetzt irgendwie sich irgendwo anschnallt, weil man damit Action-Aufnahmen macht oder so, klar, da wird es dann hier mit dem Stick dann auch schon wieder ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, es kommt natürlich immer auch wirklich sehr auf den Anwendungsfall an. Das ist ja ganz klar. Was ist mein Anwendungsfall? Warum habe ich mit diesem Stick lange geliebäugelt und ihn mir schlussendlich auch gekauft? Nun, ich bin ja jemand, der ganz gern auch mal Timelapse-Aufnahmen macht, der Zeitraffer-Aufnahmen macht. Und wer schon mal so eine Timelapse gemacht hat, wenn ihr sie einigermaßen gut haben wollt, dann braucht ihr da ordentlich Material, welches ihr aufnehmen müsst. Das heißt also, für so eine Minute Timelapse, die ihr oftmals am Ende meiner Videos seht, manchmal wird es auch innerhalb der Videos eingeblendet, da steht die Kamera vielleicht mal gerne statisch eine Stunde rum, um am Ende eine Minute Videomaterial zu kriegen. Und wenn man so einen Zeitraffer schneller ablaufen lässt, dann wirkt er oftmals noch dynamischer, noch schöner, noch besser. Da brauchst du dann aber, wenn du eine Minute haben willst, vielleicht zwei Stunden, die man dafür filmt und. Und das zieht natürlich am Akku. Je nach Gerät kriege ich das noch hin. Habe aber bisher so gearbeitet, dass ich in meinem Fotorucksack natürlich immer auch eine andere Powerbank mit mir rumgeschleppt habe. Und ja, das Ganze dann unterwegs so mit Strom versorgt habe. Hab also die Kamera, egal welche Art, One X 2, Action 3, selbst den Pocket 1, auf ein Stativ gepackt, um ihn auszurichten, den Zeitraffer-Modus einzustellen und habe dann bereits das Gerät mit einer Powerbank verbunden und den Zeitraffer dann gestartet. Und so war ich aber sicher, jetzt bin ich nur noch von der Größe der Speicherkarte limitiert, aber nicht mehr von der Größe des Akkus. Und das kann ich hiermit natürlich ganz, ganz prima machen und brauche keine andere schwere Powerbank mit mir rumschleppen, sondern kann das Gerät entsprechend hier oben drauf packen, Strom an und fertig ist das Ding. Und wenn das Ding hier leer ist, dann zieht natürlich das jeweilige Endgerät dann den Strom aus dem integrierten oder aus dem Akku des jeweiligen Geräts. Also von daher finde ich es ehrlich gesagt eine feine Sache und war für mich eigentlich so das, was mir so ein bisschen gefehlt hat für mein Setup, um nette Timelapse-Aufnahmen zu machen. Wie gesagt, hatte ich mit dem Stick dann so ein bisschen gehadert und habe dann gedacht, na okay, komm, aufgrund des Preises und ich habe ja mal eine Powerbank-Lösung, brauchst du nicht, lass es. Und wurde dann aber ehrlich gesagt wieder ein bisschen getriggert, denn der liebe Thorsten von Lichtsetzerfotografie, von dem Kanal, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung, der hat ein Review gemacht zu dem Akku-Selfie-Stick. Und war im Prinzip schon sehr angetan von dem Ding, hatte aber das Problem, dass unten kein Stativgewinde vorhanden war. Und damit wird das Ganze natürlich, ja, hat sich das für mich natürlich erledigt, weil mein Plan war ja, das Ganze aufzustellen und das Ding in Ruhe entsprechend ausgerichtet, dem Sonnenuntergang, dem Sonnenaufgang oder was auch immer ich im Zeitraffer festhalten wollte, ausgerichtet zu lassen. Und ja, aber ohne Stativgewinde, wie soll ich es denn hinstellen? Da hätte man sich dann natürlich wieder irgendwas basteln müssen.
Aber ganz ehrlich, wenn man dann schon ein bisschen mehr Geld für so ein Ding ausgibt, dann ja, dann muss das schon irgendwie passen. Da möchte man damit nicht noch mehr Aufwand haben. Also habe ich gedacht, okay, die Idee war ehrlich gesagt ganz nice von dem Akku-Selfie-Stick, aber lass es, vergiss es. Wenig später, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen später, gab es ein Video auf dem Kanal vom Frank. Franks Vlogs, auch das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Hat er einen Kanal gemacht, Quatsch, ein Video gemacht, generell zum Zubehör für die Insta360 Go 3, mit der er da unterwegs war auf dem Bike. Bei sich quasi in der Gegend und nahm auch ganz, ganz kurz Bezug auf das Video von Thorsten und hat da gesagt, ja, also weiß gar nicht, was er hat. Mein Akku-Selfie-Stick, der hat ein Stativgewinde. Ja, und meine Verwirrung war dann am Ende komplett, was stimmt denn jetzt? Hat der Power-Selfie-Stick ein Stativgewinde oder hat er keinen? Und schon ging meine Recherche los. Ich habe dann in dem offiziellen Shop von Insta360 mir die ganze Geschichte mal näher angeschaut und habe festgestellt, dass dort vom Stativgewinde nicht die Rede ist. Also es wird auf die ganzen Vorteile natürlich hingewiesen, was ich jetzt an der Stelle hier gar nicht mache, weil es in dem Sinne kein Review sein soll. Es wird auf die ganzen Vorteile hingewiesen, die man mit diesem Power Selfie Stick so hat und ja. Vom Stativgewinde ist keine Rede. Da habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt doch da nicht. Dann habe ich bei Amazon geschaut und stellte fest, ja, irgendwie war das die Beschreibung 1 zu 1 in Grün. Und auch da vom Stativgewinde keine Rede, auch von den Abbildungen, die dort gezeigt wurden, keine Rede vom Stativgewinde. Auch nicht. Dann war ich aber ein bisschen stutzig, weil mir der Akku-Selfie-Stick auf Amazon zweimal angezeigt wurde. Einmal eben wie gerade eben beschrieben, ohne jeglichen Verweis auf ein Schraubgewinde und einmal für ein paar Euro mehr als UK-Import und in der dortigen Videobeschreibung oder vielmehr in der dortigen Produktbeschreibung, da war die Rede vom Gewinde, vom Schraubgewinde und war auch entsprechend abgebildet. Und ja, da habe ich gedacht, alles klar, kaufst du dir das Ding mal als UK-Import und siehe da, habe den Akku-Selfie-Stick bekommen und er hat ein Gewinde. Ich kann also ein Stativ dran schrauben und kann ihn genau so nutzen, wie ich es gerne nutzen wollte. Trotzdem war ich natürlich ein bisschen verwirrt, warum gibt es denn zwei Versionen von diesem Akku-Selfie-Stick? Und warum ist halt auch bei Insta360 auf der offiziellen Seite eigentlich gar nicht die Rede von dem Stativgewinde? Und zu dem Zeitpunkt war ja auch schon klar, dass ich auf der Fotopia sein werde. Und ich wusste auch, dass Insta360 dort einen Stand haben wird. Und ich hatte mich dann auf der Fotopia mit Thorsten getroffen und wir haben uns generell dort länger ausgetauscht und kam dann irgendwann ihm gegenüber auf den Akku-Selfie-Stick zu sprechen, den ich halt auch dabei hatte, weil ich damit ja zum Insta360-Stand gehen wollte. Und er hatte, wie es der Zufall so wollte, seinen Akku-Selfie-Stick ohne Stativgewinde auch mit dabei. Also sind wir dann zusammen zum Insta360-Stand gegangen und haben dort erstmal für einigermaßen Verwirrung gesorgt. Denn irgendwie hat sich jeder dort das Ganze interessiert angeguckt, aber dann eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt und sich am Kopf gekratzt und hat gesagt, was ist das denn? Warum zwei verschiedene? Man kam sehr, sehr schnell zu dem Ergebnis, dass so wie es bei mir sein sollte, mit Stativgewinde, dass das eigentlich auch so die Version ist, die die Leute von Insta360 kennen und die ohne Stativgewinde, kannten die spontan ehrlich gesagt gar nicht. Und man hat dann so ein bisschen gerätselt, warum, wieso, weshalb. Und kam dann am Ende zumindest mal, naja, noch nicht zu dem endgültigen Schluss, aber zumindest mal zu der sehr, sehr starken Vermutung, dass Thorsten noch ein Vorserienmodell erwischt hat, welches an Creator mal ausgegeben wurde, dass die das Ding schon mal testen konnten. Das konnte man auch daraus ableiten, dass er hier unten also eine geschlossene Kappe hatte und genau in der Mitte drüber auch eine Seriennummer war. Also da war auch gar nicht vorgesehen, dass da ein Stativgewinde rein soll. Und deswegen mache ich im Prinzip dieses Video, um euch im Prinzip den Hinweis zu geben, schaut genau nach, was bei euch in der Beschreibung steht und im Zweifelsfall fragt beim Hersteller genau nach, in dem Fall bei Insta360. Bei Amazon wird es ein bisschen schwieriger, das weiß ich, aber wenn ihr es bei Insta360 direkt kauft,
Wie gesagt, ich verlinke euch auch den Power Selfie Stick mit einem Link zu Insta360 und nicht nur zu Amazon. Dann schaut da genau nach und fragt im Zweifelsfall bei Insta360 beim Support nach, was ihr da bekommt, weil wahrscheinlich kommt es dann aus China auf dem Weg zu euch. Da braucht das Ding vielleicht bis zu 2 Wochen. Und dann ist es schade, wenn es ihr nach 2 Wochen in die Hände bekommt und dann auf einmal kein Stativgewinde habt, weil das solltet ihr schon haben. Es wurde dort vor Ort am Stand von Insta360 geraten. Also Thorsten wurde es geraten und den Rat kann ich im Prinzip an euch weitergehen, wenn ihr das dem zuletzt irgendwann mal gekauft habt und kein Stativgewinde habt. Nehmt Kontakt auf zu Insta360 und schaut da mal so ein bisschen nach, beziehungsweise teilt denen das Problem mit und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass ihr dann euren Power-Selfie-Stick zurückschicken müsst und ihr dann einen neuen bekommt, weil das kann man hier unten nicht so mir nichts, dir nichts einfach aufschrauben, sollte man vielleicht auch nicht tun, weil der Insta360 Power-Selfie-Stick hat auch einen großen Nachteil, dazu komme ich gleich noch. Bei aller Lobpreisung hier. Man kann da also nicht selbst einfach hier unten das ändern. Kann man mit handwerklichem Geschick schon. Thorsten wird es jetzt so machen, er wird sein wahrscheinlich nicht zurückschicken, sondern dort entsprechend ein Gewinde einbohren. Das geht natürlich auch, klar, wenn man sowas macht, dann ist die Garantie natürlich weg. Muss man also immer selbst wissen, was man da tut. Aber das ist also mein Rat an euch, nehmt dann Kontakt mit Insta360 auf und schaut, wie ihr das lösen könnt. Ich bin jetzt natürlich am Ende eigentlich irgendwo so ein bisschen gelackmeiert, weil ich habe jetzt eigentlich mehr dafür ausgegeben, als ich es offiziell bei Amazon oder auch beim Insta360 Store getan hätte, denn als UK-Import war meine Version jetzt halt ein bisschen teurer. Die weicht sonst übrigens kein bisschen ab, sondern der einzige Unterschied ist, dass hier halt das Stativgewinde dran ist. Ich habe jetzt also am Ende ehrlich gesagt ein bisschen mehr bezahlt, als ich hätte bezahlen müssen, bin aber mit dem Produkt an und für sich trotzdem ziemlich zufrieden. Habe es jetzt auch erst seit ein paar Wochen im Einsatz, also kann natürlich jetzt noch keinen Dauerbericht dazu abgeben, aber ich bin der Meinung, bisher hat es sich für mich schon bewährt, wird sich auch weiterhin bewähren, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und dass ich da dann jetzt halt ein paar Euro mehr bezahlt habe, ja, schönen Gruß an Insta360 an dieser Stelle. Ist halt doof gelaufen und ich habe es auch den Herrschaften dort am Messestand auf der Fotopia schon gesagt und sage das auch hier gerne nochmal in Richtung Insta360 gerichtet. Überarbeitet eure Produktbeschreibung und schaut, dass da entsprechend vom Schraubgewinde auch die Rede ist, sonst führt das nur am Ende zur Verwirrung. Eure Produkte sind ziemlich cool. Wenn jetzt noch die Beschreibung tatsächlich so angepasst ist, dass auch jeder weiß, worauf er sich einlässt und nicht am Ende irgendwo mehr zahlen muss, weil er sich es irgendwo anders kauft, weil es dort ein bisschen besser beschrieben ist, dann ist das Ganze schon gut. Jetzt habe ich eben gerade schon einen Nachteil angesprochen, den möchte ich an dieser Stelle auch nicht verschweigen. Das Ding ist nicht wasserdicht. Also das sagt Insta360 auch sehr, sehr deutlich. Also jetzt auch hier nichts mit bei starkem Regen hast du verloren. Nein, auch Spritzwasser im Prinzip. Also selbst leichte Feuchtigkeit. Da sagt Insta360, da übernehmen wir dann keine Gewähr mehr für irgendwelche Schäden am Stick oder am Gerät, das ihr anschließt, ne? Weil letztendlich arbeiten wir hier mit Strom und dann erlischt auch die Garantie und so weiter und so fort, weil hier haben wir die Buchse, über die der Stick an sich geladen wird. Der Ladevorgang funktioniert übrigens auch einigermaßen flott und wir haben hier dann einmal den USB-C-Anschluss und haben ihn hier an der Seite nochmal und die sind offen. Und ich gehe mal davon aus, dass das damit in erster Linie zu tun hat, dass das Teil nicht wasserdicht ist. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die Abdichtung hier ist. Das sieht eigentlich alles ganz, ganz gut aus. Aber wenn da irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit reinlaufen würde, bis hier runter dann quasi, wo die Batterie sitzt, was für Auswirkungen das denn hätte. Also von daher, das finde ich halt einen sehr, sehr großen Nachteil. Mich persönlich stört das jetzt nicht so sehr, weil ich bei Nässe, bei regnerischen Verhältnissen keine Timelapse aufnehme. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt noch nicht, wie sich das jetzt verhält, weil wir sind ja jetzt dann so in Richtung Herbst. Wir haben schöne Morgennebel, die sich dann im Frühling ja natürlich auch wiederholen. Wie das mit Nebelnässe aussieht, wie ich damit umgehe, ob ich ihn dann auf eigene Gefahr nutze oder ob ich ihn dann halt tatsächlich weglasse, weil da kann man natürlich auch schöne Timelapse-Aufnahmen machen.
Jo, weiß ich noch nicht. Also den Nachteil möchte ich an dieser Stelle nicht verschweigen, weil, jo, also ich meine, dass das Ding jetzt hier keinen sintflutartigen Regen aushalten soll, das ist schon klar, aber wenigstens ein bisschen Schutz vor zum Beispiel sowas wie Nebelnässe, das wäre halt ehrlich gesagt schon ganz, ganz schön. Okay, ist nicht. Deswegen kann das natürlich für den einen oder anderen von euch auch schon wieder ein K.O.-Kriterium sein, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Deswegen gehört das an dieser Stelle sehr, sehr deutlich erwähnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Power-Selfie-Stick von Insta360 habt, dann gerne in die Kommentare damit, dann versuche ich das zu beantworten. Und ja, es ergab sich dann eben noch so die ganz lustige Begebenheit, dass ich auf der Fotopia mit Thorsten zusammensaß und wir ein Käffchen getrunken haben und dann der Frank von Franks Vlogs dann neben ihm saß und habe ich auch gesagt, hey, das finde ich jetzt witzig, jetzt sitzen die beiden vor mir, die maßgeblich Engelchen und Teufelchen gespielt haben, als ich selbst mit mir haderte, ob ich mir den Stick kaufen sollte, weil beim Thorsten kein Stativgewinde, das war das Teufelchen, beim Frank mit Stativgewinde, das war das Engelchen und so pendelte das hin und her. Und auf der Fotopia saßen sie auf einmal vor mir und da konnte ich mir das natürlich auch nicht verkneifen, das so irgendwie zu erzählen, war irgendwie dann doch ganz lustig, welche Streiche einem dann das Schicksal manchmal spielt. Ja, das soll es gewesen sein. Also wie gesagt, jetzt kein ausführliches Review, aber ich glaube, es ist klar, was man mit dem Ding machen kann. Wir könnten jetzt noch näher ins Detail gehen, denn ihr könnt die Insta360 One X2 oder auch die One X3 über das Ding hier sogar steuern, weil es hat ja mehrere Knöpfe. Und aber das würde jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu weit führen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne damit in die Videokommentare oder halt ja bei meinen YouTube-Kollegen ein bisschen stöbern, die dazu auch bereits ausführlichere Reviews gemacht haben. Aber ich wollte zumindest mal meine erste Erfahrung mit euch teilen und euch eben auf die Geschichte mit dem Stativgewinde hinweisen, weil das könnte für den einen oder anderen von euch ja durchaus ein Thema sein. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Und ja, würde mal sagen, bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.